Und Erleichterung auch bei uns. Enzo Macarinelli und der Beifall der 10.000 ist ihm hier gewiss. Steht wieder, ist wieder auf den Beinen, wird natürlich noch ins Krankenhaus fahren müssen zur Nachuntersuchung. Nach dieser zweiten schweren linken Hand, die absolut unnötig war. Jetzt ärgert der Weltmeister mit Marco Huck mit bei den ganz, ganz großen international dabei. Nach diesem wirklich wunderschön geschlagenen linken Kopfhaken kann das vielleicht der Anfang der Geschichte sein, dass man sagen wird, in dieser Nacht, hier vom 18. September, wurde aus Alexander Frenkel Alexander der Große. Schauen Sie sich die Bilder an, bestätigen eigentlich nur meine Worte. Das ist jetzt schon fast eine Vernichtung, ein Abschlachten. Schlechte Entscheidung. Schade drum von einem, wie gesagt, ansonsten sehr, sehr guten Ringrichter Erki Merron. Und in dieses K.O. hineingeht. Hier sehen wir es nochmal. Und dann erst befreit. Natürlich, so weit darf nicht kommen. Ja, der Ringrichter muss das schon vorher stehen. Jetzt mal eine Frage eines Boxfreundes, aber auch eines Boxlaien. Du siehst, dein Gegenüber ist eigentlich kampfunfähig. Du musst aber, weil es dein Beruf ist, ihn K.O. schlagen. Was geht da im Boxer vor? In diesem Moment, man denkt nicht über irgendwas. Wir haben nur ein paar Sekunden Zeit, nicht mal eine Sekunde oder maximal.